Ja, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. Mehr oder weniger. Nein, das hier ist nämlich eine Nachkommentation von den 101. Part von Let's Play Tales of Xillia 2. Weil mein Mikrofon meinte, ja, ich schalte mich jetzt mal ab. Und ja, deswegen tue ich jetzt den ganzen Mist, den ich hier gemacht habe, nochmal nachkommentieren. Ich hoffe, das funktioniert auch alles so, wie ich das geplant habe, weil ja. Mache ich auch zum ersten Mal und mal gucken. Also ich sehe jetzt hier genau das Video und muss jetzt sozusagen darüber sprechen, weil ja, warum nicht? Und da muss ich halt einfach wieder einfügen. Sehr gut. So, was am Teufel habe ich gemacht? Ich wollte gegen Elite-Monster kämpfen und habe mir dann den, ich muss halt jetzt auf so einen kleinen Bildschirm hier. Ich sehe jetzt alles auf so einem Mini-Bildschirm. Das hat es nicht besser gemacht. Ich habe die ganzen Monster da offscreen erledigt, genau. Und dann hier die Belohnungen alle onscreen eingesagt. Genau. Dann wie üblich wieder ein bisschen hier an Nova zurückgezahlt. Das Blöde ist, ich habe jetzt hier gar keinen Ton, deswegen weiß ich jetzt auch nicht, wann ich jetzt das Maul halten sollte oder nicht. Das ist jetzt ein bisschen blöd, aber egal. Ja, ich hätte auch eigentlich den Part nochmal direkt neu aufnehmen können, aber ich habe irgendwie so viele Sachen gemacht, da werdet ihr auch gleich sehen. Ich habe so viele Sachen verkauft, jetzt hier die goldenen Frösche waren das, glaube ich, ne? Und ja, da wollte ich jetzt die ganze Menüarbeit wollte ich jetzt nicht noch mal machen, weil das wäre wirklich nervig gewesen. Und ja, deswegen machen wir das mal auf diese Weise. Und ich bin noch ein paar andere Sachen am Verkaufen, weil ich kurz vor 150 bin, glaube ich. Da ist so winzig, ich muss auch so ein winzigen. Ich muss in so einer Vorschau sozusagen hier alles kommentieren. Das ist ja voll blöd. Ich hoffe, das passiert nicht nochmal. In dem Part danach ist das zum Glück auch nicht passiert. Im 102. Part, also ja. Gut. gleich kommt auch ein bisschen mehr Action. Da kann ich hoffentlich ein bisschen mehr zu sagen. Aber hier muss ich jetzt hier schon echt ein. Boah, ich muss ja vorhin Sniper-Blick machen. Ich sehe fast gar nichts. Und ich hoffe auch, dass die Stimme, die ich jetzt aufnehme, jetzt auch laut genug ist, weil. Nicht, dass ich hier voll leise irgendwie spreche und dann auf einmal hört man das im Spiel nicht. Das wäre ein bisschen blöd. Einmal im Video kam irgendwie so ein Schnitt, deswegen kommt gleich irgendwie so, ich glaube ab der 11. Minute oder so, so eine ganz kleine Pause, wo einfach nur das Startmenü ist. Und ja, das habe ich dann nicht rausgeschnitten, weil ja, da hat sowieso nicht gehört worden ist von meinem Kommentar und also was. Ist ja vollkommen egal. So, und ich habe jetzt, glaube ich, zum dritten Mal irgendwie was zurückgezahlt und schon ein bisschen krank war. Ich bin jetzt auch gerade wieder hier Vorbereitung für den 103. Partner machen und ja, ich habe irgendwie so optimale Lösungen gefunden, wie ich das Geld irgendwie zurückzahlen kann. Ich habe jetzt wirklich so viel, dass ich 1 Million Geld zurückzahlen kann und das ist schon ein bisschen krank. Also immer schön, der einzige Trick dafür ist ja eigentlich nur, immer hier eine Katze nach Dingen zu schicken zum Ackland Sumpf und ja Ferganamine, genau, in der Ferganamine so ein bisschen die ganzen Steine und so kaputt machen, weil da kommen auch irgendwie ein paar gute Sachen drin sein, irgendwie so Sachen, die keine Ahnung so 2000 Galt oder so bringen, wenn man die verkauft. Und eine ist richtig gut, die gibt ihnen ein 20.000 Galt, ich glaube Lolito Erz oder Lolita Erz, irgendwie sowas. Und ja, das bringt es auf jeden Fall. Wenn du davon 10 verkaufst, dann hast du schon locker wieder einmal deine Schulden beglichen. Das ist ja richtig nett. Ja, man sieht auch, ich tue jetzt ja vielleicht wieder einen nach dem Ackland-Sumpf schicken. So, Freundschaftstrank kann man bekommen. Fähigkeitenbuch. Ja, ich sehe da voll die Ausblicke. Hirngymnastik. Und Katzenminze. Boah, ich hoffe wirklich, das passiert nicht noch einmal. Ich verstehe gar nicht, wie das passieren konnte. Keine Ahnung, vor der Aufnahme sehe ich ja immer, ob mein Mikrofon nur so angeschlossen ist im Aufnahmeprogramm und da muss ich dann immer extra einstellen. Und als ich dann irgendwie gesehen habe, als ich die Aufnahme überprüft habe, dann sehe ich auf einmal, ah, da ist ja gar kein Ton, man hört mich gar nicht. Und ja, das war nicht so schön. So, los, jetzt machen wir irgendwie. Das ist jetzt die Aufnahme von gestern, die ich aufgenommen habe. Ich habe das gestern aufgenommen und deswegen. Ja, das hat mich irgendwie so ein bisschen schlecht gestimmt, dass ich nach der Aufnahme eine Aufnahme sozusagen verkackt hatte und deswegen wollte ich das nicht auch direkt danach wieder neu kommentieren. Deswegen habe ich mir
einen Tag Zeit gelassen und das war vielleicht nicht so gut. Wir was? Geiles hat 11 AZ. Warum hat der 11 AZ und die anderen haben alle 9? Warum sehe ich denn das jetzt erst? So, und ich bin mir ziemlich sicher, ich tue hier gerade meine Truppe für ein Elite-Monster zusammenstellen. Und zwar müsste das sein, der Xenabronk. Das Viech, das wir im Dings gesehen haben, im, boah, wie heißt das Gebiet, dieser Sumpf, nicht der Arklandsumpf. Obwohl doch, da war der Arklandsumpf, oder? Ich weiß ja gar nicht. Jedenfalls, ich glaube, irgendwo da muss das gewesen sein, aber dann wurde ich doch ein bisschen überrascht, als ich in meiner Feinddatenbank geguckt habe, weil ich bin ja schon begegnet, konnte schon nachgucken. Ja, ich gucke jetzt auch gerade nach, sehr gut. Boah, woher weiß ich das? Na los, zeig den. Wo ist er? Da. Kann ich auch perfekt Aladi-Fahrt, ja. Das ist das Gebiet in der Nähe von Hamil, glaube ich. Und ja, da habe ich mich irgendwie gewundert, warum das irgendwie an diesem Gebiet ist. Aber ja, anscheinend scheint das Viech hier ein bisschen wechseln zu wollen. Wo ich dann doch schon ein bisschen überrascht, dass das auf einmal da auf einmal war. Aber egal, das ist sogar ein bisschen schwächer gewesen. Hat irgendwie ein paar tausend KP oder so weniger gehabt. Boah. Das ist so ungewohnt, hier so zu sprechen auf diese Weise. Das ist... Das ist irgendwie, als würde ich ein Video gucken und genau kommentieren, was gerade passiert, so ein Reaktionsvideo. Kommt mir irgendwie viel blöder vor. Vor allem, ich kann es nur betonen, wenn man auf so einem kleinen Bildschirm guckt, das ist so nervig. Ah. So, und das Viech, das treffe ich glaube ich auch sehr schnell, das konnte man überhaupt nicht übersehen. Ich habe mir irgendwie so Gedanken gemacht, dass das genauso wie im Arklandsumpf immer so zufällig spawnt, also dass man immer Gebiet rein, Gebiet rausgehen soll und ja, ich hatte ja keine Ahnung, wo ich dann in welchem Gebiet rein und rausgehen sollte. Aber ja, das hat sich sehr schnell erledigt, ich werde gleich schon sehen, warum. Und das Viech müsste jetzt eigentlich in diesem nächsten Gebiet hier direkt auftauchen. Oder eben danach, weiß ich nicht. Aber ich glaube da. Ich habe es auf jeden Fall vom Weiten schon mal gesehen, das riesige Viech. Ja, Elementerz, das bin ich immer noch am Sammeln, obwohl ich das eigentlich nicht mehr so sehr brauche. Ich habe schon mit fast, also zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt bin, habe ich, das ist nur ein paar später eigentlich, habe ich mit jedem Charakter, außer mit Gaius und Mirse, alle Sachen per Elementerz gelernt. Und das ist schon ein bisschen immer. So, und da kommt das Viech halt, Xenabronk. Bad. Ja, und das Viech war jetzt eigentlich nicht so schwer. Werdet ihr gleich sehen. Und das ist ein bisschen schwächer geworden von den KP, was ich auch sehr gut fand. Aber trotzdem, ich glaube, das Viech, hat es noch dicker auf ihn zu gehen. So, erstmal direkt Komatos. Bams. Kaputan hat sich. So, und da, ich weiß noch genau, wie ich mich da aufgeregt habe in diesem Kampf, weil ich habe es nie geschafft. Ne, da, ihr habt ja gesehen, ich habe den verdammten, die verdammte Lanze geworfen, aber ich konnte nicht mal eine Mystikart einsetzen. Das hat mich voll aufgeregt. Und ja, das wird nicht das erste Mal. Das ist nicht das erste Mal, dass das passiert ist, glaub mir. Also ja, ich habe das ungefähr 2-3 Mal oder so in diesem Kampf gemacht und ich habe nie ihm gesagt, und das war immer so knapp und das hat mich so aufgeregt. Schade, hat man nicht mehr gehört. Oder? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, die Truppe war auch jetzt nicht so eine gute Wahl. Ich habe irgendwie Dauernschaden bekommen und heilungsmäßig war das auch nicht so gut. Ganz nebenbei habe ich auch wieder vergessen, irgendwie Gemüsesticks und so reinzuwerfen, deswegen war das recht blöd. Aber naja, das einzige Elite-Monster, was mir jetzt noch fehlt, ist dieses eine im Labari-Kessel. Und das kommt mir immer noch ein bisschen stark vor. Weil das hat irgendwie gegen alles eine Resistenz. Und ja, also gegen Waffen, gegen Elemente, gegen Schusswaffen, gegen alles hat das irgendwie halbierten Schaden oder so. Also Resistenz nimmt man das halbierte Schaden. Und ja, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis ich das machen kann. Also ja. Aber jetzt erstmal das Viech hier erledigen und dann mit den dicken Batzenböckchen nach Hause gehen. So, da ist eine schöne Lightning Tiger Blade, die war richtig gut, die habe ich auch richtig gut gefunden. Wo ich nicht jetzt wusste, ob die auch im ersten oder im zweiten Teil, im ersten Teil auch vorkam. Ich meine, ja, aber bin mir jetzt nicht sicher. So, meine Chromat, nice, sie fühlt sich wieder langsam aber sicher. Und ja, ach ja, genau da kam die Störung, genau.
Das wollte ich eigentlich rausschneiden, aber da sowieso jetzt nichts aufgenommen wurde, war sowieso egal. Also ja, bisschen ja, habe ich mir gedacht, dass er einfach drinne ist, jetzt sowieso jetzt könnte ein bisschen meine Stimme an. So, mach weiter bitte. Okay. Sehr gut. Dann weiß ich nicht. Aber noch. Wir greifen an. Wir setzen. So würde ich jetzt Mystica sagen. Da, jetzt kommt wieder Chromatos. Das wird wieder schön. Der Viech tut mir Downschau machen und mir Chromatos Lights runterziehen. Natürlich wieder Luft. Da wollte ich wieder Mystica machen und schon wieder weg. So richtig, richtig nervig. Das hat mich schon an dem Punkt richtig aufgeregt. Also ich immer gerade die Lanze am werfen und dann auf einmal natürlich so ne. So, und jetzt habe ich erstmal richtig mit den ganzen, boah, wie heißen die überhaupt, verbundenen Art, meine Güte, mein verbundenen, das habe ich die ganze Zeit wie verrückt gespammt. Das einzige, was ich gemacht habe, ist immer Kreis gedrückt, dann Steuerkreuz den Charakter wechselt, wieder Kreis gedrückt, Steuerkreuz gewechselt, wieder Kreis gedrückt, dann Steuerkreuz gewechselt nach oben und Kreis und dann die ganze Zeit wiederholt so, und das hat richtig helfen. So. Das ist die beste Wert. Ja, den Spruch habe ich auch noch. Okay. Weiß ich. Ah. Dann ist das Video überhaupt 22. Okay. Wir haben die Hälfte geschafft. Yay. Oh Mann, das ist so schwer dazu zu kommentieren. Das ist richtig. So, meine Kommandoanzeige ist wieder bei 1,23 ungefähr. Wir kriegen die gleich wieder voll und dann. Gott, das ist dann wieder passiert. Keine Ahnung, ich wollte irgendwie das Viech binden, weil ich glaube, ich nur noch eine einzige Bindung gefehlt hat für den Titel, also für die neue Trophäe. Deswegen habe ich mich, glaube ich, die ganze Zeit mit Lila verbunden. Und ja, hat aber, glaube ich, nicht so geklappt. Und ja, so, ich mag es dann zeigen, wie wir gleich wieder auf zwei sein. Boah, habt ihr schon, wie was da passieren könnte? Ich ja. Weil mich sehe auch gar nicht die AP, das ist wieder so klein, ich sehe die AP. So, und Chromatos wieder. So, zack. Ich glaube, die Hälfte ist noch nicht möglich, ne? So. Apokalyptika einmal reingehauen, jetzt kommt das Viech. Jetzt will ich meinen Mystica einsetzen und abgelehnt. Zum dritten Mal. Das war richtig nervig, Mann. Also im Nachhinein dazu sehen, ist sogar noch witziger irgendwie, habe ich so das Gefühl. Ja. Ich sehe die HP von hier aus nicht, das ist so klein. Das ist eine Vorschau, die ich hier mehr oder weniger kommentieren muss. Ich kann es nur oft genug sagen. Aber ich glaube, so ungefähr über die Hälfte haben wir schon abgezogen, ne? Da darf ich mal irgendwie nicht zurück. Ja, Mirose hat die ganze Zeit wiederbelebt. Da wurde es ein bisschen knapp die ganze Zeit. Weil ich irgendwie auf mich gekommen ist die ganze Zeit und die ganze Zeit hier diesen Sturmangriff gemacht hat. Aber Spoiler, wir werden gewinnen. Also keine Sorge. Ich hoffe nur, dass jetzt nicht. Ich weiß nicht mal, ob ich in diesem Part irgendwie Nebenquests gemacht habe. Würde jetzt von der Perspektive aus vorzulesen, wäre ein bisschen problematisch. Weil ich könnte das von hier aus nicht lesen. Bin ich jetzt ganz ehrlich. Also, aber nee, ich glaube, das heißt, in der zweiten Part passiert. Wenn ich mich irre, ich glaube, wir haben noch ein paar restliche Katzen gesucht. Aber bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich weiß nicht. Jedenfalls, wo ich auch schon wieder eine neue Katze gefunden in der alten Vikalmine, aber habe ich noch nicht aufgesammelt, wollte ich im 103. Part machen. Und mir ist aufgefallen, ich kann die alte Vikalmine, weil ich musste dahin, weil ich für irgendeine Quest musste ich irgendein so Lichtpilz sporen oder so finden. Da macht man die Mystica übrigens. Und ich musste wegen Lichtbildsporen da rein und habe irgendwie eine Katze gefunden. Und dann ist mir irgendwie aufgefallen, ich kann irgendwie keine Katze in die alte Vikalmine schicken. Und da habe ich so just for lols einfach nochmal Chromatos eingesetzt. Und ich irgendwie mehr Elemente erst und irgendwie sowas bekomme. Und ja. Da war der Kampf vorbei. Jetzt bin ich mir nicht sicher, was ich noch in den letzten paar Minuten gemacht habe. Weil er irgendwie noch ein Viehfaktor, glaube ich, erledigen konnte. Da habe ich eine Trophäe bekommen. Meister. Keine Ahnung. Meister des Bindens oder Königin des Bindens war, glaube ich. Für die Bindefähigkeit oder irgendwie so. Oder Teleport. Ich habe keine Ahnung. Nee, kann da gar nicht. Sonst hätte ich ja nicht eine Trophäe bekommen.
So, bin ich froh, weil er mit dem Nachkommentieren fertig ist. Jetzt sind nur 6-7 Minuten. Ja. So, jetzt zeig mal irgendwie, mach mal ein paar Andeutungen, Daniel, was ich als nächstes gemacht habe. Habe ich die. Ich bin nach Tri-Death gegangen, ja. Und da habe ich die Mission abgegeben, natürlich. Wegen Ruhm und Ehre und Geld. Dann glaube ich, habe ich die Katzen gesucht, aber ob ich da 6-7 Minuten für gebraucht habe, weiß ich nicht. Also ich hatte Let's Play von jemand anderen, nur hatte ich meine Stimme nicht hören muss. Boah, ich hasse meine Stimme. Ich weiß nicht, wie halt einige Leute aushalten, meine Videos zu gucken. Ich hasse meine Stimme. Ich könnte mich echt nicht aushalten, mich selber zu gucken. So, was machst du als nächstes? Zeig mal. Wir machen das, ja, den Baum, den machen wir fertig, glaube ich. In diesem Part noch. Ja, und der Kampf, der dürfte nicht so lange dauern, weil nur noch 6-7 Minuten übrig sind. Und Spoiler, ich habe ihn besiegt. Ja, da tun wir wieder ein bisschen einzahlen bei Nova. Er wird immer schneller jetzt mit den Einzahlen. Er wird verdammt schneller. Wie gesagt, ich habe ja irgendwie schon, als ich offscreen wieder ein paar Katzen losgeschickt habe und Lolito Erz und all sowas gefunden habe, habe ich schon 1 Million Gold wieder zusammenbekommen. Und das war, ja, das sind locker, warte mal. 1, 2, 3, 4. 4, 6. Sind 6 Einzahlungen, meine Güte. Das ist auch ein bisschen krank. Ja, fast 7 schon. Ich frage mich echt, was passiert, wenn man das Spiel durchspielt und alle ganze Kohle abgezahlt hat. Ich meine, dann hat das irgendwie gar keinen Plot-Point mehr, irgendwie so, das Ding. Mal gucken, vielleicht werde ich das Spiel ja durchspielen. Ich werde, glaube ich, sowieso nicht genug Geld zurückgezahlt haben, bevor ich das Spiel durchspiele. Ich werde es einmal durchspielen, wenn ich noch Schulden habe, und einmal durchspielen, nachdem ich alle Schulden abbezahlt habe. Vielleicht kommt daran irgendwie ein anderes Ende. Es soll andere Enden geben, das weiß ich. Ich weiß nur nicht, wie man die triggert, und will ich auch nicht wissen, werde ich schon herausfinden. Ich hoffe nur, dass, wenn man zum Beispiel nicht zu viel Sachen schon gemacht hat, dass man dann erst verschiedene Enden, dass dann einige Enden geskippt werden und so, das wäre ein bisschen blöd. So, und jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass ich auf der Suche nach der nächsten Katze bin. Und zwar in Fenmon. Die war richtig bämmert versteckt. Und da bin ich erst in das falsche Gebäude reingegangen. Ich meinte natürlich das hier. Und ja, dann werdet ihr sehen, wie bescheuert die Katze versteckt war, die ich in Fenmon nicht gefunden habe. Worauf ich immer noch ein bisschen machen kann. Ja, Mila sagt sich schon wieder, oh, ist das schön mit den ganzen Quests und so weiter. So, da, das ist voll auf dem Präsentierteller gewesen, das Viech, und ich habe es nicht gefunden. So ein Dreck. So, dann die nächste Katze war in der Banauer Höhenstraße. Die haben wir ja rauf und runter abgesucht, irgendwann mal on screen, aber off screen habe ich sie ja irgendwann mal gefunden, in so einem kleinen Loch. Und ja, das war dann unsere 92. Katze, wenn ich mich nicht irre. Und dann fehlen, glaube ich, nur noch 8, ne? 100 konnte man ja finden. Und ja, 8 fehlen da noch. Sehr schön. Wenn man dann so nachdenkt, ich habe ja eine wieder gefunden. Ich habe noch nicht aufgehört. Ah, da bin ich so ein Goldparcours noch begegnet. Genau. Der hat mir auch gut Element Ernst und so was alles gebracht hat, fand ich richtig geil. Ja, da habe ich irgendwie Teleportation noch einmal benutzt. Oh, bin ich echt. Ich bin echt froh, dass keine Nebenquests und so gemacht worden sind. Oder, so Sachen, wo ich was vorlesen sollte, weil da könnte ich diesen bestimmten Modus hier, in dem ich gerade bin, nicht machen. Auch eine gute Umschreibung. Oder die ist natürlich ein bisschen knüppelhart, aber da kann man locker dauern. Ich glaube, ich habe eine Lüftigart oder so eingesetzt, um das zu machen. Bin ich mir aber nicht sicher. Da will ich so extra nicht irgendwie so kommentieren. Also ne, ich habe versucht, das Viech zu binden, genau, weil mir nur noch ein Bindeversuch gefehlt hat für Bila. Ja, was habe ich denn dann für eine Trophäe bekommen gerade? Weiß ich gar nicht. Also im Kampf gegen Silaborn. Keine Ahnung. Jedenfalls, wir versuchen das Viech ja kaputt zu hauen mit Elvin. Ich wollte das Viech die ganze Zeit binden, hat aber nicht geklappt. Aber genau. Oder hat es einfach geklappt, ich weiß nicht. Like a Tiger Blade!
Ich hoffe, dann alles wird hier nicht asynchron oder irgendwie sowas, weil das wäre richtig blöd. Und da habe ich jetzt einmal gebunden. Da müssen wir die 4 bekommen haben. Also entschuldige ich mich mal, dass mein Mikrofon entschieden hat. Okay, dann mache ich nämlich gerade Bams von der Steuer. Und ja, tut mir leid, dass mein Mikrofon dumm ist und mal entschieden hat, nicht aufzunehmen. Deswegen ja, wird das nicht nochmal vorkommen. Einen Satz bauen. So 3-4 Sachen immer gelernt mit den beiden, weil die als einziges ja nur lernen konnten zu dem Zeitpunkt. Und da habe ich Königin des Bindens, glaube ich, bekommen. Ich weiß auch nicht, was ich gerade für eine Trophäe bekommen habe. Egal. So, jetzt suchen wir aber noch die allerletzte Katze, wenn ich mich nicht irre, ne? Ja, mit Ludger, mit Mila. Elvin hat noch ein paar Sachen zu lernen. Yuse hat noch ein paar Sachen zu lernen. Jude, Elise, Rowan, Leia und Gaius, der hat noch was zu lernen. Also im Moment brauche ich nur noch mit Gaius und Mirse irgendwas lernen, das ist richtig gut. Und jetzt sucht die verdammte letzte Katze da los. Renn, mein früheres Ich. Aber auch nicht so schwer versteckt die Katze. Aber wir haben jetzt schon mal jede Katze, die wir in jedem Gebiet finden konnten, gefunden. Aber wenn in jedem Gebiet nur noch so 2 oder 3 Katzen sind, dann müssten wir eigentlich nur noch 2 oder 3 Gebiete übrig haben in der Story, wenn ich mich nicht irre. Also Kaelin wird bestimmt irgendwann ein Gebiet sein, da bin ich mir ganz sicher. Und ja, was auch immer. So, ich glaube die... Ja, da ist sie. Die Rakete, glaube ich, ne? Da war, glaube ich, etwas Geld drin, ne? Ja. So, und jetzt mache ich mich auf, die Quest nochmal abzugeben. Und dann haben wir die Nachkommentierung auch gleich schon endlich erledigt. Bin ich froh, dass das vorbei ist. Ich hoffe, das wird nicht nochmal vorkommen. Das wäre ja richtig öde, weil das so zu kommentieren ist echt öde und das macht nicht Spaß, ganz ehrlich. Das soll dann schon wieder live sein. So, gibt das ab. Bams, haben wir wieder Geld. So kurz davor, irgendwie das Silbersiegel zu bekommen, glaube ich, oder Silbermarke. Wie gesagt, erkenne ich von erst nicht. Na gut. Ja. Dann sage ich schon mal zu diesem Zeitpunkt Dankeschön fürs Zuschauen und hoffentlich hat das nicht einige gestört, dass das jetzt so unprofessionell nachkommentiert worden ist, aber was soll man machen? Ciao!